Menschen, die noch nie schwärmende Bienen gesehen haben, erschrecken bei dessen Anblick. Das sieht aus wie Killerbienen. Die Bienen bleiben so lange in der Luft, bis sich die Königin irgendwo niederlässt, und dann folgen sie ihr nach und nach. Sie bilden eine schützende Traube um die Königin. Leider kann ich euch nicht zeigen, wie wir die eingeschlagen haben, denn dazu sind meistens zwei Leute nötig, einer, der die Beute hält und einer, der mit einem kräftigen Schlag auf dem Fall den Pfosten haut, damit die Bienen in die Beute fallen. Ich habe die letzten 14 Tage nicht viel machen können, weil, ja, Corona. In der Zwischenzeit kümmere ich mich, wie ihr schon seht, wieder um Garten, wollte ich eigentlich gestern machen. Dann haben wir erfahren, da ist ein schwärmendes Volk, das hängt da am Gartenzaun. Und dann war Eile geboten, das heißt eine Beute herrichten, Gas fahren, die in die Beute einschlagen, zudeckeln und dann warten, ob die auch wirklich die Königin drin ist. Dann gehen die nämlich auch die anderen Bienen dort rein. Da schaue ich dann heute auch noch nach, wie es um das Volk bestellt ist. Ja, es ist ein kostengünstiges, nämlich kostenloses Volk. Ach ja, als Imker dürft ihr auch, wenn ihr an der Verfolgung eines Schwarms beteiligt seid oder wenn ihr das macht, dürft ihr auf fremden Grund betreten. Und der Imker, der das Volk in seine Beute einschlägt, dem gehört das Volk. Ob das Volk ihm weggeflogen ist oder irgendeinem anderen Imker, ist dabei völlig egal. Das ist sogar in einem Gesetz festgelegt, in einer Verordnung festgelegt. Und ich rate euch halt, beschriftet dann mit einem Zettel eure Beute, die ihr dorthin stellt, und mit eurer Adresse und schreibt das auch mal kurz zum Brief dazu, wenn ihr fremden Grund seid, warum das dort ist. Oder besser noch, sprecht mal kurz mit dem Eigentümer, wenn er da ist. Das ist alles kein Problem. Wir holen uns keine Völker, die zu hoch im Baum hängen. Da ist nämlich mit schwerem Gerät anzurücken. Sprich, man braucht eine von diesen 120 mm Abwasserrohren, muss die dann da hochstochern und schauen, dass das Volk dann runterrutscht in die Beute rein. Wir haben auch noch ein Volk gesehen, das hängt in einer Buche ungefähr 25 Meter hoch. Da gehen wir nicht dran. Das Volk muss sich dann halt selbst durchschlagen. Genug Völker, die das auch schaffen, die sich irgendwo dann einnisten. Ja, unser eingefangener Schwarm. Ich fürchte nur, nachdem die immer wieder rausfliegen und da auf diesen Zaunpfahl hin, dass die Königin nicht drin ist. Die rotten sich zwar drin zusammen, aber ja, mal warten.